Was geht ab? Mein Name ist Sieg und herzlich willkommen zur 40. Episode zu City Skylines Natural Day Charleston Dance. So, da bin ich wieder. Und erstmal schön im Mikrofon reinhusten. Was ist das eigentlich für eine Straße hier? Was ist das hier? Wie ihr vielleicht seht, ich habe jetzt hier ein, zwei Symbole mehr. Das hier. Und das hier. Und das hier. Und ich glaube. Scheiße, das geht leider nicht. Kacke, dann kann ich die Mod wieder wegmachen. Ja, ich habe jetzt ein paar, eigentlich zwei Mods installiert. Und werde sie jetzt mal nach und nach testen und hoffen, dass sie funktionieren. Weil die meisten sind eigentlich eher für den Creative-Modus gedacht. Und was habe ich denn hier für ein Ding? Der ist nicht angeschlossen, aber egal. Warum ist der nicht angeschlossen? Wegen dem. Ja, genau. Steht sich auch komplett im Weg, warte mal. Wo hatte ich denn das? Lol. Ja, ich bin gerade ein bisschen mit den Symbolen im Clinch. Wo habe ich mein Anarchie-Ding? Ah, hier. Das ist. Ja, das ist jetzt irgendwie zusammengemischt worden. Muss ich nochmal erstmal damit zurechtkommen. Ich hoffe, das klappt. Jawohl. Sind sie verbunden. Die Anarchie ist jetzt hier versteckt. Irgendwie fehlt mir hier noch irgendwas. Ich glaube, das hat sich ein bisschen überschrieben mit den. Was ist das? Oh lol. Ah, cool. Das ist hier. Er zeigt an die Einbahnstraßen. Dieses Symbol hier. One-Way Street Arrow Settings. Also, ich sag mal, ich habe jetzt ein neues Fine Road Tool installiert. Das ist jetzt der hier. Hier sind ein paar Funktionen mehr. Ground von the ground elevation on the road. The Cycle Modes. Oha, hier kann ich die Höhen, also hier die, warte mal, das gucke ich mir jetzt mal an. So. So. Normal Animal Road Placement Behavior. Warte mal. Wenn ich jetzt die Straße nehme. Genau. Okay, warte mal, wenn ich jetzt runter mache. Genau, das heißt, ich zwinge die Straßen, die Landschaft dazu, eine Straße runterzubauen, anstatt einen Tunnel, wenn ich das ausmache. Ausmache. Dann macht er einen Tunnel. Oh. Und was bedeutet das? Wenn ich das ausschalte, kann ich immer noch auf der Landschaft bauen. Wenn ich das mache, ist er automatisch im Brückenmodus. Ja. Egal wie hoch ich baue, ist er im Brückenmodus. Ah, und wenn ich nach oben baue, mit dem hier auf dem Boden bleiben, zieht er sogar hier die Landschaft mit hoch. Das ist natürlich sehr praktisch. Zeigt mir aber nicht, dass ich hier weiter in der Luft baue, sondern am Mauszeiger bleibt die Anzeige 70 Meter höher. Also das heißt, ich bleibe auf dieser Höhe. Kann ich auch irgendwie Schritte zurückgehen? Nee, ne? Nein. Was passiert, wenn ich die Landschaft jetzt lösche? Boah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, hier habe ich alles komplett jetzt vernichtet. Schön, und das ist automatisch Brückenmodus. Irgendwie. Ah. Okay.
Ach so, bin ich im Brückenmodus. Genau, das heißt, ich muss auch die richtige Straße auswählen. Weil diese Straßen sind, haben keine Brücken. Ja, haben keine Brücken hinterlegt. Okay. Und was bedeutet das? So, auf Tunnel Pieces if available. Ah, da kann ich mir so einen Tunnel erzwingen. Warte mal, wenn ich dann jetzt zum Beispiel... Ja. Okay, das ist auch cool. Ach so, das soll kein Hufeisen darstellen oder Magnet, sondern das ist ein Tunnelmodus. Ah. Und Höhe kann ich jetzt auch in Meterstufen oder, wenn ich will, in 12 Meterstufen hochknallen. Alles klar, ich gehe mal auf 2 Meterstufen. Dafür halte ich die Steuerungstaste gedrückt. Man muss sich eher die Tasten dann einrichten. Okay, gut. Das ist so gesagt eine kleine Mod-Präsentation. Das ist dann zum Beispiel zeigen Einbahnstraßen. Kann ich die auch... Ich habe es gesehen, die Pfeile kann man sich auch flach darstellen. Genau. Flat. Wenn das gehen würde. Arrow File Type. Macht er noch nicht. Und was ist das? Straight Slope? Warte mal. Okay, das aus. Straight Slope. Makes the road go straight from A to B instead of following the terrain. Ah, okay, warte mal. Ja, dann lösche ich das mal eben weg. Haben wir irgendwo ein... Da. So. Okay. Jetzt haben wir mal... Jetzt habe ich mir ein Beispiel hier gebastelt. Indem ich jetzt mir das nächste Tool hier anschaue. Und ich das nächste... Warte mal, ich mache mal Pause. Die Leute ziehen hier alle aus. So, wir haben das hier gesehen. Und... One-Way Road, ne, so Pfeile, die mir zeigen, in welche Richtung die Einbahnstraßen führen, so eine kleine optische Hilfe, anstatt hier auf die Straße zu gucken, wo die Pfeile hin zeigen. So, das haben wir uns jetzt angeguckt und gehen wir rüber. Wo habe ich hier noch irgendwas? Monumente. Oh. Das hier. Ich weiß nicht, wie ich das am besten... Okay, ich habe es ausgewählt, dann zeigt er mir hier gewisse Sachen an. Hold Alt to deselect objects using Marquis. Okay. Mit Shift kann ich mehrere markieren, okay. Warte mal. Baum sogar ausgewählt. Ah, ich kann auch damit, das ist quasi dieses, wie heißt das? Move It heißt die Mod. Jetzt angezeigt. Nee, aber das ist die Move-It-Mod. Die werde ich dann, das werde ich dann alles natürlich für euch in der Beschreibung hinterlegen. Das ist ein bisschen... Ah, einfach nur die Selektion. Und das hier... Oh, lol. Okay, das ist ein bisschen Cheating hier. Das sollte ich am besten nicht benutzen. Da zeigt mir an, was ich alles markieren kann. Was haben wir hier? Bulldoze Warning. No Undo. Ah, wenn ich's... Achso, ich markiere etwas und sag... Bisch. Okay. Und das ist einfach kopieren. Ich verstehe. Und das ist... A building with an orange highlight will despawn when the simulation is running. Was? Oh, ich kann den... Geil. Ich kann den wirklich mit Pfeiltasten. Cool. Okay, Was stand da?
A building with an orange highlight will despawn when the simulation is running. Ah, okay, alles klar. Das heißt, den lasse ich mal so. Das ist schon mal sehr praktisch. So, was haben wir hier? Toggle Snapping. Ah, warte mal, dann nehme ich den jetzt hier. Und snap daran. Das ist gut. Okay, habe ich kapiert. Follow Terrain. Weiß ich noch nicht. Snap! Okay. Sag mal, anschnappen hier. Schnapp dich ran. So. Okay, das ist also Terror und so weiter. Ja, ja. Shift to select multiple. Ja, use left click to drag objects. Ja, hold alt while dragging objects to reverse. Achso, das ist Snapping. Ah, verstehe. Das ist praktisch. Okay. While holding right click, move the mouse left and right to rotate. Ah, cool. Und dann wieder gerade biegen und ran. Okay. Use Alt for finer movements with the keyboard. Okay. Ah. Okay. Mit Alt. Und genau das meinte ich jetzt hier. So, wir haben hier diesen Ankerpunkt. Und den kann ich nach oben. Die Straße höher machen, runter machen. Geht's auch schneller? Ja, mit Shift. Okay. Kann ich das irgendwie... Oh, oh, shit. Ich kann die Straße an dem Punkt hin und her biegen. Okay. Ja. Ich würde aber gern... Die Krümmung, weißt du, ein bisschen... Das ist ja cool, ey. Ich würde die Straße gerne hier ein bisschen anheben. Das geht nicht so wirklich, ne? Warte mal, ich will mal noch etwas probieren. Warte mal, wie... Was ist das? Ich kann den Tunnel anheben. Okay. Cool. Anheben kann ich das alles hier nicht, sondern nur die Kurven hier. Was ist das Blaue? Kann ich es drehen? Okay. Ich muss damit rumprobieren. Oh, ich kann es sogar gerade machen. Mit Alt. Ah ja. Dieses Snapping. Gut. Ich will noch ganz kurz etwas probieren. Ich habe ein Video gesehen. So. Gehen wir hier ran. Dann hat er das irgendwie abgerundet. Irgendwie konnte ich das rund machen. Irgendwie. So wahrscheinlich, oder? Ich habe noch Besuch bei mir, falls ihr mal irgendwelche Stimmen hören solltet. Die reden gerade aktiv laut herum. Der hat es im Video viel cooler gemacht, ey. Der konnte es irgendwie die angleichen, irgendwie die Rundung. Automatisch an die Kurve. Aber das ist auch cool. Kann ich aus geraden Straßen runde Straßen machen. Irgendwie konnte ich das... noch höher machen, cool. Schön rein Idee, das ist cool. Das gefällt mir. Irgendwie hat er das...
Video abgerundet. Die Ecken einfach angeklickt und die scharfen Ecken haben sich dann rund gemacht. Aber ich kann das auch so anpassen. Das ist cool. Gefällt mich sehr. Testgelände, Test abgeschlossen. Was habe ich sonst noch so? One-Way, Street Arrows, Tree... Genau, ich habe da noch versucht, mit der Mod Tree Brush irgendwie mein Pinsel zu malen, der Bäume größer zu machen. Aber das geht dann wahrscheinlich nur mit dem im Creative-Modus. Das heißt, den Tree Brush muss ich löschen. Dann habe ich noch eine Mod. Ich hoffe, die funktioniert. Nämlich... nennt sie sich Quay Anarchy, quasi Kai. Und den kann ich jetzt nicht nur an Küsten bauen, sondern auch an der Landschaft. Komplett an der Landschaft bauen. Und ich wette, ich kann die Dinger dann auch komplett hier anpassen, jawohl. In der Höhe. Kann ich die komplette Landschaft damit anheben. Da sehe ich dann hier, kann ich so gesagt erhobene Plattform bauen. In Cities. Und mit Shift geht es schneller bestimmt. Jawohl. Mal gucken. So, und das nochmal ein bisschen anheben. Jawohl. Und dann, wenn ich jetzt hier mein Landschaftstool hier habe, kann ich das alles natürlich hier nochmal anheben. In Stufen. Das ist top. Und dann natürlich an... Wow, hey, 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 das war jetzt nicht geplant. Nämlich die Höhe hier angleichen. So. Oh, shit. Das muss ich dann angleichen. Ah. Ich weiß nicht, was das hier ist, ey. Gelände einebnen, ja genau, ey. Leute, jetzt zerstöre ich hier meine komplette Landschaft, ey. Warte mal. Egal, ich passe ihn mal ein bisschen an hier. Warte mal, kann ich das... ein bisschen schöner machen hier. Nicht, dass ich jetzt hier die komplette Welt hier vernichte mit meinen Rumexperimentiererei. Ja. Irgendwie so schick machen. Ja, passt schon. So, jetzt habe ich so eine erhobene Insel hier gemacht. Das ist cool. Das ist diese Mod. Ich kann auch die Dinger hier direkt ranbauen und weiß nicht, ob das... Nee, Deiche, genau. Ah, ich weiß nicht. Aber Hauptsache, das hier geht. Da kann ich ein bisschen schickere Sachen bauen. So. Kanal abgerissen, ja, ich weiß. So viel zu den Mods. Genau, das war's jetzt mit den Mods. Fine Road Tool, also das Ding hier. Move It, das hier. Quay Anarchy, was ich eben hier rumgemacht habe hier. Dann One Way Street Arrows. Genau, das war's mit den Mods, richtig. Und Tree Brush, aber das geht nicht, das kann ich dann wieder rauslöschen. So viel dazu. Und zurück zum Spielgeschehen. Kann ich damit viel schickere Sachen machen. Zum Beispiel jetzt mal gucken, wo hatte ich jetzt eher meine Reaperbahn. Da hatte ich... wo hatte ich denn das? Scheiße. Hä? Ich hatte doch vorhin... Hier war es, genau. Das Ding hier. Das konnte ich doch ein bisschen hübscher machen. Würde ich jetzt gerne hübscher machen. Ich kann es sogar verschieben. Ja, funktioniert nicht so ganz, wie ich will. Die Autos kommen hier ein bisschen nicht zurecht damit. Das ist jetzt runter geworden. Jetzt kann ich es bestimmt runterschieben. So.
Vielleicht doch ein bisschen höher. Ja, irgendwie so. Ich könnte dann auch die Straße dazu zwingen, eine Brücke zu sein, komplett. Von da bis da. Was ist das? Eine sechsspurige Straße. Okay, das probiere ich jetzt mal aus. Also. Geht das auch so? Warte mal. Lol, ich kann sogar... ich lasse das mal da. Diese Dinger hier verschieben. Das ist cool. Stehen welche im Weg? Warte mal. Autsch. Ah. Eigentlich nicht, weil ich konnte die noch so bauen, sodass die Dinger nicht im Weg stehen, die Säulen. Aber die kann ich natürlich jetzt auch verschieben. Das ist cool. Habe ich irgendwo noch irgendwie... Genau, ich hatte hier doch diese eine Brücke gemacht. Und... Hatte ich die Säulen dann hier so ran. Zack. Und wo wir gerade dabei sind... Oh shit. Mal gucken, was passiert, wenn ich das so schicke. Ja, nee, da gerät dann die Bahn in den Weg. So. Kann ich gerade machen? Den packe ich mal wieder gerade dahin. So. Hier, das Ding hier hat mich gestört. Genau, ich überlege mal, ob ich das... Das ist eine normale zweispurige Straße, genau. Anarchie ist an. Ja! Cool, ich habe das ausgewählt. Und ich konnte die Straße immer noch zu einer Art Brücke upgraden. Das ist cool. Es ist ein bisschen gerader. Jetzt kann ich hier das Ding noch ein bisschen benutzen, um den insgesamt noch gerader zu machen. Oh shit, nicht die Säule. So, jetzt habe ich hier eine nicht so steile Auf- und Abfahrt. Noch ein bisschen höher. So. Und voila! Schön glatt. Ohne welche Probleme. Geil, das heißt, ich kann die Straßen damit so ein bisschen upgraden. Was ist, wenn ich Ground auswähle? Boah. Warte mal, das... Ah ne, das geht nicht. Das ist so eine Sonderstraße, ne? Diese vier Sprünge, die kann ich nicht zu einer Brücke machen. Gut, egal. Dann mache ich mal Folgendes. Ich will mal probieren, ob das geht. Ja, ne, es sieht kacke aus. Tunnel könnte ich mal machen. Nein, ich mache mal lieber eine normale Straße daraus. Moment. Brückenmodus. So. Ja, cool. Cool, cool. Schon mal ein Problem hier gelöst. Sieht jetzt viel schicker aus hier. Nicht so steil. Und es wird wieder Abend. Ich habe ja noch meinen Tag-Nacht-Zyklus an. Boah, aber kann ich daraus eine Brücke machen? Warte mal. Das ist sie, ne? Ja. Naja. Ich könnte... hier wieder Brückenmodus... Weg. Und so. Boom. Weil ich ja gesagt habe, nur Brücke. Und jetzt hebe ich sie mal insgesamt an. Ach ne, das muss ich hier machen. So. Hier auch. Jetzt habe ich eine viel geschmeidigere Brücke hier. Ich könnte, wenn ich will, noch hier so ein bisschen zickzack, aber das lasse ich mal so. Ah. Scheiße. Übertreibt man nicht hier. Ich könnte noch den Punkt hier, geht das? Anheben, aber das lasse ich so.
Ja, viel schicker. Und dann noch die Säulen ein bisschen hin und her. Ja, komm, nee, ich lass das da. Da ist noch irgendwie der Grund hier noch so grau, straßenmäßig. Und ja, jetzt habe ich eine viel saubere, fast saubere Straße. So. Wie fleißig auch die Leute warten. Warte mal. Es fährt alles insgesamt langsamer, weil wahrscheinlich auch das Spiel ein bisschen am Ruckeln ist. Aber ihr seht, jetzt habe ich eine viel schickere Brücke hier hingebaut. Hier könnte ich auch noch ein paar Verbesserungen machen. Hier zum Beispiel, das Viech sieht ein bisschen viel zu steil aus. Ich könnte hier das Ding ein bisschen absenken. So. Hier die Kurve nachträglich abrunden. Geil, ey. Da kannst du richtig schick machen. Immer. So. So. Ein bisschen anheben, damit es geschmeidiger wird. Und dann den Punkt auch noch hier wegschieben. Den könnte ich auch ein bisschen niedriger machen. Moment. So. Ja, cool. Jetzt habe ich es ein bisschen angepasst. Die Kurve hier ein bisschen schöner machen. Ja. Ich bin überaus zufrieden mit dieser Lösung, die mir geboten wird. Das ist cool. Hier zum Beispiel kann ich jetzt die Straße ein bisschen annehmen, sodass die olle Kacklandschaft hier nicht im Wege ist. So, sehr schick. Probleme gelöst. Jetzt kann ich Probleme lösen, um meine Fräse. Und es wird wieder Abend. Das ist so eine komplette Mod-Präsentation, würde ich schon fast behaupten. Mit grünen Abschluss in den Abend hinein. Ich könnte mir noch so ein bisschen die Landschaft hier anschauen und was ich alles noch ein bisschen verbessern kann an den Straßen und so weiter. Ja, zum Beispiel. Aber das sieht schon schick aus hier. Diese Kreuzung ist immer noch ultra hässlich, aber egal. Funktioniert hoffentlich irgendwie. Ja. Und hier kommt dann mein krasse Viertel hin. Geil. Sieht schicker aus. Ich könnte noch, bevor es jetzt spät, bevor die Episode zu Ende ist, in den letzten paar Sekunden ein bisschen schicke Straße machen. Aber ich mache mal aus, oder? Ich lasse es an. Hier, das kann ich überhaupt. Nee. Gehwege kann ich nicht erhöht bauen, ey. Ist ja zu schön. So. Aber ich kann hier Fußgehweg machen. Das weg, das weg. So. Nee, das war scheiße. Kann ich irgendwie zurück machen? Steuerung zurück? Nee, ne? Ich würde den anderen Weg weglöschen, lol. Das ist ja kacke. Das war nicht meine Absicht, blöd. Lol, daraus wird sogar ein Geländeweg, lol. Cool, warte mal. So. Ja, okay, cool. Schau mal. Eine Stufe runter. Ja, irgendwie, ne? Ja, das. Ja, es biegt sich. Kann ich dann auch hiermit verbinden. Irgendwie. Lol, ich mache hier ein richtiges Kackchaos. Ja, die Wege haben sich hier automatisch ein bisschen verbunden. Okay. Hier habe ich auch noch meinen Weg.
So. Haben wir. Könnte ich auch genauso hier machen. So. Hier auch. Achso, das ist hier... Lol. Ja, okay. Ja, das ist Shigga. Shigga, Shigimiki. Genau, hier habe ich auch einen Weg rum. Hier ist ein Weg rum. So, Fußwege habe ich überall. Das ist schick. Und ich würde sagen, so viel zur Mod-Präsentation zu City Skylines. Natural Disasters, der 40. Episode, glaube ich. Jo. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich dann in der nächsten Episode. Adios, amigos.